Hallo und willkommen zurück zu Miss Survival. Jo, meine Lieben, ich habe Munition eingepackt. Jetzt, ich habe den Schrank hier übrigens noch fertig gebaut. Wir nehmen die Waffe mit. Das nehmen wir nämlich alles mit in unser Auto. Damit wir jetzt die anderen Sachen abfahren. Weil wir wollen natürlich noch die anderen Begleiter und so. Und wir werden uns jetzt hier, denke ich mal, auch das ein oder andere Häuschen bauen. Wir werden hier drumherum sowieso einen Zaun bauen. Das werden wir ja, glaube ich, zusammen planen. Ja. Warum nicht? Warum nicht? So. Und, dann werden wir uns auf jeden Fall ein Häuschen bauen. Wir können das jetzt schon mal zusammen machen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich hier diese Tuningstation, beziehungsweise Parkplatz, whatever, hinbauen kann. Und ja, ich weiß, dass es eine Tuning-Garage ist. Und da keine richtige Garage. So. Hier fahre ich raus. Könnte ich die hier hinbauen? wo ist der Eingang? Wenn ich fragen darf. Das ist hinten, oder? Genau. So rum müsste das stehen, ne? Das ist die Frage. Das sind halt auch Steine. Ob das funktioniert? Ich glaube eher nicht. Ich baue die mal hier so hin. Ich glaube, das ist so. Ja. Das sieht legitim aus. Das sieht tatsächlich legitim aus. So, da können wir nämlich von der Straße aus da anhalten. Da ist die Schmiede gegenüber. So. Das würden wir dann eigentlich da hinbauen. Ja, dann könnten wir hier so direkt reinfahren. Joa, sieht okay aus. Sieht okay aus. Okay. Also. Das hätten wir schon mal. So. Garage. Tuning-Garage ist am Bauen. Okay. So, dann kleines Häuschen. Würde ich tatsächlich hier irgendwie hinstellen, oder? Neben die Schmiede. Hier vorne ein Häuschen hin. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Aber nur so ein kleines Häuschen. Wie gesagt, ich habe mich ja jetzt auch entschieden, dann auf jeden Fall hier zu bleiben. Und wir gucken mal. So, nehme ich so ein Small-Kabin. So. Ich hoffe, mit dem Mikrofon ist alles in Ordnung, weil ich heute gesehen habe. Also die Freitagsfolge von 7 Days ist tatsächlich am Knistern gewesen. Ärgert mich jetzt natürlich tierisch. Kann ich leider nicht ändern. Hätte ich gern geändert. Bin ich ehrlich. Aber kann ich nicht ändern. Geht halt auch darum, dass die Begleiter dann sich da drin verstecken können. Kommen die Steine weg, wenn ich hier was hinbaue? Wollen wir es rausfinden? Ihr wisst es natürlich. Ihr werdet mir das dann wahrscheinlich auch in die Kommentare schreiben. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das da hinbauen kann. Also die Tuning-Garage hätte ich ja tatsächlich auch auf die Steine drauf bauen können. Ja. Haben wir nicht. So, ja, es passt nicht. Das passt nicht. Das verstehe ich halt auch nicht. Das würde funktionieren. Ha. Wollen wir es mal ausprobieren? Sie weiter nach hinten kann ich nicht. Ich könnte das noch höchstens so machen. Oh, das stört mich halt mit den Steinen dort. Das stört mich. So eine kleine Siedlung, ne? So. Ja, es ist halt auch irgendwie mitten auf dem Weg. Müsste ich dann jedes Mal umfahren? Nee, das würde mich zu sehr nerven. Das würde mich zu sehr nerven. So. Ansonsten könnten wir hier noch so ein kleines Haus hinmachen und hinten ein größeres. Ja, so rein theoretisch. Wir könnten es aber auch sein lassen. Wir könnten aber auch sagen, hier, das reicht. Tuning-Garage. Hier ist auch sehr wenig Platz, aber ich könnte tatsächlich so rum, wisst ihr? Wisst ihr? Passt auf, wir machen das weg. Einfach wegen der Fahrt und tun das lieber hier hin. Habe ich mir gerade spontan überlegt. Also ich möchte nicht sagen, dass ich eine schlechtere Fahrerin bin. Ja, bin ich überhaupt nicht. Okay. Wer das sagt, der lügt einfach, okay? Aber ich möchte halt natürlich, wenn ich dann hier reinfahre, auch wieder ordentlich rausfahren können.
Und das könnte ich sonst nicht. So, dann haben wir das geklärt. Dann haben wir da hinten das Häuschen. Wir werden ja auf jeden Fall hier drinnen wohnen. Wir werden dann aber das als unser Heim wählen. Einfach damit sie da drinnen wohnt. Weil, naja. Ich weiß nicht, ich würde mir natürlich gerne mit ihr das Zelt teilen. Okay. Also, teilweise guckt sie mich so an, wo ich mir denke, okay, was du wolle. Lass er mich in Ruhe, bitte. Okay. Was haben wir im Inventar? Genau. Munition, Pistole. So, ich habe schon die Revolver, habe ich hier schon drin, ja. Ich würde auch nochmal die. Ich würde tatsächlich das reinlegen. Was war das? Rifle Ammo. Genau, die Rifle Ammo, die bekommst ja du. Okay. Ich hoffe tatsächlich, dass es irgendwas bringt. Aber wir werden sehen. Ja, ich habe übrigens einen Apfel gegeben, weil ich nicht wusste. Okay. Satan, weiche von ihr. Okay, da war vollkommen normal. Vollkommen normal. Ist jetzt vollkommen normal geguckt. Oh, ich suche jetzt die ganze Zeit irgendwas, wo ich das reinschmeißen kann. Ich glaube, ich muss hier unten irgendwas hinstellen, damit ich einfach was reinschmeißen kann. Weil jetzt muss ich jedes Mal nach oben laufen, wegen jedem bisschen. Das nervt mich ja gar nicht. So. Und dann ist die Frage, wo kommt's hin? So. Okay. So, Tür zu. Dann laufen wir runter, speichern und fahren los. Und wir fahren jetzt nochmal zur sag mal, Sperre. Denn tatsächlich ist es ja so, dass anscheinend hinter der Sperre auch nochmal was ist. Weil wir haben da ja den Code gefunden. Und das zeigt ja. Ja. Und das zeigt ja, dass hinter der Sperre irgendwo müsste nochmal ein Banditendorf sein. Ich glaube, dass es das in dem Tivan war. Hui. Alles gut, dem Auto geht's gut. The Auto are alright. Brumm. Ups. Oh, jetzt, wo es keinen Boom mehr macht, ist es halt irgendwie seltsam. Möchte ich sagen. Huch. Achso, zwecks Mikrofon. Also sollte mein Mikrofon doch noch weiterhin irgendwie Probleme machen. Und sollte das öfters vorkommen, dass es so grisselt. Wie jetzt in einer 7-Days-Folge. Dann werde ich wohl oder übel gezwungen sein, mir ein neues zu holen. Ja, das war alles so geplant. Falls ihr euch fragt. So. Vroom, mein Maserati für 210. Schwupps, die Polizei hat mich gesehen. Ich geb Gas. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ich hab Spaß, ich geb Gas oder so. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall hab ich Spaß. So, da ist die andere der andere Schrottplatz. Brumm, brumm, brumm. So. Hä, was waren das? Habt ihr das gesehen? Ihr seht das auch, oder? Sagt mir bitte, dass ihr das auch seht. Oh, die sind schon wieder da. Nein, die dürfen nicht wieder da sein. Wieso sind die so schnell wieder da? Ich will das nicht. Ich wollte sagen, easy, kein Problem. Ich mach die kaputt. Alle. Alle. Alle Savanzig. Findest du hin? Wo rennt der hin? Warum? Wo ist der hingerannt? In Herrgotts Namen.
Oh, das erste Mal lief so schön. Ich merke schon, das zweite Mal wird nicht so schön wie das erste Mal. Ja, das erste Mal ist immer was Besonderes. Wisst ihr, was ich meine? Ich könnte an der ganzen Sache eigentlich auch vorbeifahren. Wie bitte? Straight out of nowhere. Willst du mir sagen, dass jetzt hier irgendwo ein Sniper ist? Nee, oder? Das klingt schon fast so. Okay. Aber hier ist nirgendwo ein Sniper. Oh, das ist eine Revolver. Ein Revolver könnte es sein. Oh. Quarantine. Do not enter. Trotzdem wüsste ich gerne, woher die schießen. Okay. Ich bin halt hier irgendwo in der Nähe. Ist ja gut. Okay. Oh, jetzt haben sie es. Jetzt haben die auch noch mitbekommen. Also vorher haben die es nicht mitbekommen. Okay. Ach Leute, ach Leute, ach Leute. Ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, jetzt noch weiterzumachen. Gut. Ich glaube, ich muss so oder so neu starten, Leute. Ich glaube tatsächlich, es lohnt sich jetzt nicht, hier weiterzumachen. Ich könnte auch von hier aus kommen, ne? Ich treffe die nicht. Und vor allem... man halt teilweise gar nicht, von wo die schießen. Ja, okay. Boom, 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 boom. Schießt irgendwie gegen den Boden. Ach Leute, ach Leute. Ja. Da hat er mich getroffen. Ja. Ist okay. Ist okay. Ich wollte sowieso neu starten. Alles gut. Bis gleich. So. Okay. Das Spiel neu gestartet. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das jetzt mal ein bisschen besser hinbekommen. Als vorhin. Aber ich glaube, ich gehe hier hinten lang, oder? Machen wir schnell, oder? Ja, klar. Ja, ja. Hallo. Okay. Interessant. Habe ich getroffen, oder? Na komm. Ach, als ob ich den da nicht treffe. Mann. Das ist doch Munition. Aber ich glaube, den einen habe ich getroffen. Müsste jetzt da liegen. Genau. Genau. Er hat mich voll angeguckt. Als ob. Hat gerade noch einer geschossen? Alter, wie viele Filter ich hier bekomme. Einfach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ist das hier eigentlich respawned alles?
Moment. Ich laufe mal hier hinter. Und speichere. So. Okay, weiter geht's. Diesmal halt mit Schießen und nicht mit Abstechen. Ich kann ja auch einfach so frei rumlaufen, ne? Mehr oder weniger. Oh, oh, oh. Da läuft was. Oh, die sind da hinten, ne? Da ist noch einer. Da, 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 da. Gott. Oh, wow. Upsi. Hallo? Hallo? LOL? Ach, bis gleich. So. Here we go again. Mama mia. Ach, als ob ich den nicht treffe, ne? Als ob ich den nicht treffe. Ach, komm. Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Eieieiei. Hello? It's me. Selina? Are you my friend? Mit meiner Pistole stimmt was nicht. Willst du mal nachschauen? Bitte? Ja, ist okay. Ach komm. Oh Gott, ich bin nicht. Jupp. Bam, 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 bam. I shoot you in your room. Nicht? Yay, noch mehr Bleistifte. Als ich mich verlaufe oder so. So kann ich dann wenigstens zeichnen, wisst ihr? Wenn mir langweilig ist so. Weil Zombie-Apokalypse, Langeweile, ist real. Ist der einfach wieder aufgestanden oder war das ein neuer? Also, die können sie jetzt gerne alle dahinstellen. So einer nach dem anderen. Nehme ich. Lebt hier noch jemand? Ja, werden wir gleich sehen. Salz, danke. Ihre salzigen Tränen. So. Hier ist nichts mehr, ne? Oh, da lag noch eine Cola. Ach, das war die, die ich die letzten verloren habe, ne? Das ist die, die ich verloren habe. Da ist er wieder. So gut, das haben wir ja schon alles abgesucht. Das heißt, hier können wir dann tatsächlich weiterfahren. So, die Sache ist, passt auf. Wir haben da vorne das Auto mit dem Code. Normalerweise heißt der Code. Haben wir ja jetzt rausgefunden, dass man einen Begleiter befreien kann. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage aller Fragen. Wohin genau? Ist da? Wo ist das? So, rein damit. Ich weiß nicht, habe ich da in der aus der Kiste habe ich alles rausgeholt, oder? Weil wir haben ja hier den Code mit 777. Ganz schwer zu merken übrigens. So. Hier soll ja auch das Weiße Haus sein. Ja, ob man da drin leben kann, ist noch fraglich. Soll ja hier irgendwo sein. Ach, da ist es, glaube ich. Nee, das ist nicht das Weiße Haus. Oder? Nee. Wahrscheinlich nur irgendwie so weiter dahin. So. Wir gucken erstmal hier rein. Was ist hier? Oh, eine Feder. Eine Feder. She's living on the land. She's living on the land. Wow. Hä, war ich hier schon durch? Weil hier alles offen ist. Das symbolisiert mir. Also. Oh. Ja, ich will hier eigentlich schnell durch. Weil wir hatten noch keinen Nebel. Ey, ohne Witz, so Badezimmer ohne Alkoholflaschen, das ist so befremdlich. Ist halt einfach nicht mal mein Mist Survival. Es gab so einige feste Regeln in Mist Survival.
Alkohol im Badezimmer oder wenigstens leere Flaschen. Also irgendwas davon war eigentlich immer im Badezimmer. Und das ist, wie gesagt, das ist nicht mehr mein Mist zu viben. Hä, hey, waren hier nicht auch Viecher drin? Meine Stimme so, tschüss. Also falls ihr Mehl sucht. Nicht? Okay. She's living on a land und sie mag Kühe. So. Okay. Hier unten haben wir jetzt alles. Ich glaube, einen oben gibt es nicht. Ah, oh, das Fishing Line. Die haben wir doch schon. Wir brauchen nur Rott. Ne? Und eine Angel. Kann jetzt nicht hier irgendwo eine Angel einfach drin sein? Das wäre funny. Ja, jetzt schreiben wahrscheinlich alle, da und da findest du die Angel. Aber wisst ihr was? Ich werde das nicht lesen. Oh, ehrlich, das sieht niedlich aus. Was ist das? Auch irgendwas. Okay. Ach, Plattenspieler. Da war jemand sauer. Das ist schon mal alles kaputt. Nagellack mitnehmen. Hey, auch ein Mann darf Nagellack tragen. Mal gucken, ob wir was Schönes für unsere Lady finden. Ja, da war eigentlich genug drin, ne? Sie muss es halt nur noch jetzt annehmen. Das sind viele, das sind viele. Mal gucken. Ich habe eigentlich keinen Platz mehr. Das hast du jetzt gebracht. Ja, notfalls können wir noch essen und trinken. Tut mir leid. Aber ich habe gerade kleines Fröschchen im Haus. Das macht Quack, Quack. Trink. Die Sache ist mit dem Feuerzeug. Verbrauche ich das nur, wenn ich das Feuer anmache? Weil so selten, wie ich das Feuer bis jetzt angemacht habe. Es ist... Ah ne, ich benutze jetzt Streichhölzer, ne? Gar nicht das Feuerzeug. Komm. Dann brauche ich das gar nicht. Der schleicht aber ziemlich schnell, ne? Oh, der ist trainiert auf jeden Fall. Ah, jetzt habe ich Zigarette doch mitgenommen. Naja. Vielleicht raucht ja meine neue Kollegin. Oh, hat er schick gemalt. Wer auch immer du bist. Kann es sein, dass sie schneller läuft? Okay. So. Die Feder, bin ich ehrlich zu euch, die kommen wieder raus. Raus. Das ist halt eine Feder. So. Oh, für irgendwas habe ich die bestimmt gebraucht. Und ich habe es schon wieder vergessen, für was ich die brauche. Und deswegen mache ich jetzt so Blödsinn höchstwahrscheinlich. Aber, nein. Nicht der die guten Schokoriegel. Mensch. So. Oh ja, das ist halt so das Problem mit Munition, ne? Dass ich das jetzt alles dabei habe, habe ich natürlich weniger Platz. Naja, wir gucken mal. Hallo. Oh Gott. Okay. Sie liegen mir halt zu Füßen, ne? Ja, komm her. Warte kurz, ich lade nach. Jetzt kannst du. Könnt ihr bitte alle nochmal geordnet rausgelaufen kommen? Bitte? Okay. Stelle ich mich hier hin und gucke, was der Schönes hat. Salz. Oh. Ist der jetzt hinten? Oh Gott. Oh Mann. Hatte ich die vorher schon angeschossen? Hallo. Könnt ihr nochmal, bitte? Oh Mann. Kopfschuss. Ja, da. Hallo. Ja, komm her. Komm her. Okay. Komm her. Okay. Ich Kartoffel.
Okay, okay, okay. Oh fuck. Der ist ausgewichen. Der Hund. Wir nehmen Shotgun. Ist da irgendwann? Gibt's Shotgun? Hallo? Wo du sein? Hallo? Da. Oh, renn! Warte mal kurz, ich muss nachladen. Warte, warte! Oh, Mann! Ja. The one that got away. Wo bist du? Hallo? Hallo? Oh Gott. Na, 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 na. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen laut bin, teilweise. Aber Eddies Emotion hier. Oh, ich merke gerade, ich habe schon wieder überzogen, Leute. Mensch, wir haben doch neue Aufnahmezeiten. Ich habe doch keine Zeit. Ah, es ist halt wirklich leider so. Weil ich möchte gerne, also ich möchte so viel mit euch zusammen spielen. Ich habe gerade wieder so richtig Bock auf Zocken und, ah, ich muss euch ganz ehrlich sagen. So, okay, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ja, wir sehen uns nächste Folge wieder. Und laufen dann hier weiter durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Bye, bye.